Sehen Sie, das ist, was mich so interessiert. Ich bin kein Maler, ich bin kein Bildhauer. Aber ich bin ausgegangen von Problemen der Akustik. Diese Röhre sind verschiedene Länge, ja, und färben diese Lautsprecher, diese 1-Watt-Lautsprecher. Ja. Und ich habe versucht, durch Knicke und verschiedene Kurven diese Röhre nicht in eine gestalterische Funktion, sondern in eine rein akustische Funktion zu bringen, also die modulierenden Ton. Musikalische Funktion, und das auf einmal wird auch ein Minimal Art. Gebilde Minimal Art. Ja, und das ist ähnlich, was schon in diesem Jahrhundert so oft passierte und auch im vorigen Jahrhundert. Dass plötzlich ist man ganz nah an Problemen der bildenden Kunst, aber in eine völlig andere Weise, ohne dass man versucht, modisch zu sein. Schmeckt dir denn die Suppe? Nicht gut. Nicht gut? Nein. Warum nicht? Weil es nicht gut schmeckt. Weißt du denn, was da drin ist? Coca-Cola. Und Kwas. Das ist ein russisches Nationalgetränk. Ist Coca-Cola und Kwas eine gute Suppe? Warum soll das nicht zusammengehen, Ost und West? Ja, sehen Sie, so schmeckt es, wenn es zusammengeht, nicht? Wenn man es mischt, nicht? Für die Kinder, es schmeckt nicht, diese beiden zusammen. Soll das bedeuten, dass Sie einen politischen Bezug in dieser Aktion sehen? Gar nichts. Weil ich möchte sauber sein. Deswegen wasche mich im Cola und im Kwas. Ich wasche mich mit Kwas und mit Cola. In Russland und Amerika? Ja. Ich wasche mich im Zwei-National-Getränk. Gemischt. Gemischt. Und die kleinen Würste, was bedeuten die? Das ist Deutschland. Ich finde, das ist ein ganz großer alberner Quatsch, aber naja, Gott, das muss ja auch mal sein. Halten Sie es für Kunst? Nein. Was ist Kunst für Sie? Kunst, nicht unbedingt Gebrauchsgegenstand, etwas Dekoratives, etwas, was mich auch gefühlsmäßig anspricht. Was empfinden Sie dabei? Wenn ich das wüsste. Überhaupt nichts. Sie? Nein. Blödsinn? Ja, ich kann mir eigentlich nichts darunter vorstellen. Was denken Sie denn, was die Leute hier wollen? Haben die eine Idee? Ja, ich nehme an. Wie aus sich heraus, nehme ich an. Wollen Sie auch manchmal aus sich heraus? Ja, ja, aber nicht auf so eine Art. Sehr interessant. In welcher Richtung ist es interessant? Für Sie ist es Kunst? Ist es Antikunst? Ist es überraschend? Ich finde es sehr lustig und im Grunde genommen ein Cartoon-Eindruck. Empfinden Sie es absurd, oder? Ja, ein bisschen ja. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll. Was stellen Sie sich vor? Ja, ein Happening ist das. Und was verstehen Sie unter Happening? Irgendetwas tun, etwas Blödsinniges oder etwas nicht Zusammenhängendes. Das macht Ihnen Spaß? Ja. Das hat seinen Sinn? Als Antikunst? Ja, das kann Sinn haben. Sie? Ja, ich habe mir so ein Ding nicht angezogen. Warum nicht? Weil ich finde das so witzig. Ich bin noch nicht dahinter gekommen, leider. Finden Sie es absurd?
kann ich nicht vorstellen. Muss erst mal halten Sie es für Kunst? Noch nicht, nein. Noch nicht. Und Sie? Halten Sie es für Kunst? Auch noch nicht, aber wir bemühen uns um Verständnis. Wenn Sie bedenken, dass der Läufer zum Laufen gemacht ist, dass er einen Punkt mit einem anderen verbindet, müssten wir dann noch etwas Schönes, Ästhetisches auf dem Boden sehen? Oh ja. Oh ja. Aber sehr viel. Das möchten wir doch sagen. Und etwas Ordentliches. Ja, aber sicher, wenn Sie mal Hausfrau sind. Ich weiß ja nicht, ja, ich bin Hausfrau. Ja, haben Sie denn auch Kinder? Haben Sie denn zu Hause auch so unordentlich? Oder, nein, oder irgendwie unordentlich? Sagen wir mal so. Was heißt hier, ich achte nicht auf ordentlich oder unordentlich. Ich will hier einen Läufer herstellen, eine Arbeit. Ein 5 Tage, 8 Stunden oder 10 Stunden Arbeitsablauf machen, mit dem Resultat, dass ein Läufer hergestellt ist, auf dem man gehen kann. Und dann möchte ich einzelne, dieses Häuschen zum Beispiel von meinem Stuhl aus mit diesem Läufer verbinden oder rüber zu den Schienen verbinden, Verbindungspunkte schaffen, als Zeichen der Zusammenarbeit. Also, aber lediglich, also ob unordentlich, ordentlich, sauber oder dreckig, ja, das ist ganz wurscht. Das ist ganz wurscht. Das ist ganz, ja, wurscht. Ja, es ist also, ganz wurscht. Also ich weiß aber nicht, ob man so aber Kinder erziehen könnte. Wenn Sie Kinder jetzt erziehen, eben nicht waschen oder doch waschen oder Haare kämmen oder nicht. Oder wenn man es im übertragenen Sinne will, Schulaufgaben ordentlich gemacht oder keine oder doch. Ja, wie wollen, ja, Sie das denn da? Hat das damit gar nichts zu tun? Nein, das hat hiermit gar nichts zu tun.